Voller Einsatz bei den Kleinen unter den Augen eines ganz Großen. Günther Krüger, der Ex-Europameister, ist heute nämlich Jugendlandestrainer des Judoverbands Berlin. Und wenn er da ist, dann muss es um was gehen. Über 300 U11 und U13 Judoka kämpften am Samstag und Sonntag im Sportforum um die Berliner Meisterschaften. Und wer weiß, vielleicht war ja auch hier ein zukünftiger Champion dabei. Selbst Europameister haben mal klein angefangen. Ich habe mit 9 Jahren mit Judo angefangen, ne? Und habe so wie die Kleinen jetzt, sage ich mal, auch begonnen und hat Spaß gemacht. Ich habe gerne gekämpft oder gerauft, weil damals, ja, hat Spaß gemacht und bin auch bei ihm geblieben. Doch Gold, Silber und Bronze sind längst nicht alles. Der Spaß am Sport und das Miteinander standen vor allem für die Kinder im Mittelpunkt. Es ist schön, wenn man mit seinen Freundinnen da ist. Also, ja. Also ich habe ja schon im anderen Judo-Verein gekämpft, aber dann musste ich die Schule wechseln und dann konnte ich nicht mehr in dem Verein sein. Heute habe ich zum Beispiel schon Benno getroffen, der auch mein Freund war. Ja, also ich finde hier auch schon wieder neue Freunde, die in meinem anderen Judo-Club waren. Ich freue mich natürlich auch, dass ich die wieder sehe. Dann kann ich auch ein paar Freunde wieder sehen und ja. Wie immer. Vor den Wettkämpfen ging es für die Judo-Kids zum Wiegen. Diese Zahlen erinnern allerdings eher an einen Einkauf im Wochenmarkt als an das Gewicht von Kampfsportlern. Dementsprechend muss auch das Regularium angepasst werden. Was nicht erlaubt sind, ist Hebel und Würgen. Das ist erst im älteren Jahrgang gestattet. Teilweise gelten die Einschränkungen auch für die U13, die am Sonntag auf der Matte stand. Hier war der Anspruch schon um einiges höher, auch der an Günther Krüger. Beobachten, notieren, diskutieren, ein Experte voll im Sichtungsmodus. Für mich ist es also wichtig, sage ich mal, als Landestrainer, meine Aufgabe ist ja, talentierte Judoka zu sichten. Wir haben ja das Schul- und Leistungssportzentrum Werner Seelenbinder hier im Sportforum, wo wir versuchen, jedes Jahr 6 Mädchen und 6 Jungs einzuschulen. Das heißt, die also ein bisschen mehr machen wollen als Breitensport, sondern mehr die Schiene Leistungssport zu gehen. Noch in diesem Jahr dort anfangen wird Levi Merkt vom BC Samurai. Der 11-Jährige gewann 2-mal hintereinander den EGA-Pokal, die inoffizielle deutsche Jugendmeisterschaft seiner Altersklasse, und den Mondeo Cup in Berlin Anfang des Jahres, und das in der U15. Kein Wunder also, dass er auch hier alle seine Kämpfe souverän gewinnen konnte. Gut. Der Junge hebt nicht ab, naja, noch ein bisschen schüchtern oder wohl eher ruhig, und genau das ist seine ganz besondere Stärke. Stark ist auch sie, Caroline Friedrich. Zum 3. Mal wurde die Kämpferin schon Berliner Meisterin. Gleichzeitig spielt sie auch noch Fußball am DFB-Stützpunkt und in der Berliner Auswahl. Was am Judo ganz besonders ist, kann also kaum jemand besser erklären als sie. Halt ein Einzelsport ist und dass man halt auch immer sagen kann, ja, ich war diesmal gut oder nicht gut, und dass es nicht halt jetzt so an der Mannschaft liegt oder ja. Im Endeffekt zählt natürlich die Einzelleistung, doch zusammen mit den Freunden macht es, wie so oft im Sport, einfach viel mehr Spaß.